willkommen zu einem neuen Video heute. Heute ist auch ein ganz besonderes Thema. Und zwar will ich heute mit euch ja die Furbo Dog Kamera testen. Die wurde mir zum Testen zugeschickt. Und ich bin gespannt, was diese runde Kamera alles so kann. Diese Furbo Dog Kamera ist bestimmt auch für Katzenhalter interessant. Und zwar könnt ihr mit der Furbo Dog Kamera ja schauen, was euer Tier so macht, wenn es eben alleine ist. Die Furbo Dog Kamera besitzt über einen großen Weitwinkel, womit sie natürlich einen großen Teil eures Raumes mit abdecken kann. Also das wird natürlich dann sichtbar übertragen. Dann hat die Furbo Dog Kamera auch einen Nachtsichtmodus, also auch in vollkommener Dunkelheit könnt ihr in dieser Kamera sehen, was euer Tier so treibt. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr unterwegs seid, über die App nachschauen, was euer geliebtes Haustier da so treibt oder wenn ihr entsprechend natürlich mehrere habt. Was auch sehr besonders bei der Furbo Dog Kamera ist, ist, dass ihr einfach mit eurem Hund über die Kamera sprechen könnt. Also ihr habt in der App so eine Funktion, wo eure Stimme dann zu Hause dann übertragen wird. Und was auch noch eine große Besonderheit an der Furbo ist, dass ihr einfach mit der Kamera Leckerlis schmeißen könnt, wenn euer Hund allein daheim ist. Zum Beispiel natürlich auch als Belohnung. Und ich finde das sehr interessant und packe das Teil natürlich mit euch gleich auf. Also hier seht ihr, es ist wirklich sehr, sehr schön eingepackt mit diesem Papier, mit diesen Füllchen abdrücken. Und hier ist anscheinend die Furbo Dog Kamera drin. Und hier sind auch noch Leckerlis. Für wen wohl? Für Nero natürlich. Ja. Da schaut der Herr natürlich wieder, da kann man ja schon mal aufstehen. Diese Leckerlis sind wahrscheinlich höchstwahrscheinlich da, um den Furbo damit zu befüllen. Das werden wir natürlich gleich mal austesten, also gedulde dich noch. Und wir packen zuerst die Kamera aus. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. So sieht die Verpackung aus. Also so, hier seht ihr das gute Stück. The World First Treat Toasting Dog Camera. Take photos and videos, treat toss, two-way talk. Ja, also auch interessant, dass man auch mit dieser Furbo Bilder und Videos aufnehmen kann. Das werden wir natürlich auch auf jeden Fall testen. Features, live HD Video Streaming, HD Video Übertragung in Echtzeit. Ja, wow, sogar in HD, ist schon mal sehr gut. Interaktives Austeilen von Leckerlis, das habe ich euch gerade erzählt. Zwei-Wege-Audio, das ist wahrscheinlich damit gemeint, dass man, wie gesagt, mit seinem Tier über die Kamera sprechen kann. Nachtsicht, das ist beispielsweise auch sehr vorteilhaft. Dann gibt es hier auch einen Bellalarm. Stimmt, das habe ich auch in der Beschreibung mal durchgelesen. Und zwar, wenn euer Hund dann mal bellt, wenn er alleine daheim ist, dann wird euch das sofort über die App mitgeteilt und ihr könnt einfach dann mal nachsehen, was los ist. Finde ich sehr, sehr praktisch. Vor allem, wenn man dabei ist, seinem Hund das Alleinebleiben beizubringen. Also ich kenne das auch so, wo ich dann von zu Hause rausgegangen bin. Einfach dieser Herzschmerz, was macht jetzt mein Hund? Bellt er? Ist er ruhig? Schläft er? Und da ist natürlich so eine Kamera mega praktisch, weil ihr jederzeit einfach nachschauen könnt und einfach Gewissheit habt, was einfach los ist bei eurem Tier. Und ihr bekommt sogar eine Benachrichtigung, wenn er beispielsweise bellt. Das finde ich sehr, sehr vorteilhaft. Foto und Video. Ja, sind wir auch mal gespannt. Auf der Rückseite hier sind die technischen Details. Und schaut mal hier, ein Nero ist da drauf. Also auch ein Sammy und ein Malamut, wie das aussieht. Gewicht 950 Gramm, die Kamera 1080p HD-Kamera. 160 Grad Weitwinkel, 4x digitaler Zoom, Infrarot, Nachtsicht. Audio, da soll ein hochwertiges Mikro mit drin sein, Wi-Fi-Connection. Ja, aufladbar über Micro-USB-Kabel. Und das Kabel ist 2 Meter lang. Und ja, da würde ich sagen, packen wir das gute Stück jetzt mal endgültig aus der schicken Verpackung, die sich wirklich sehr, sehr hochwertig anfühlt. Ja, Remi springt gleich hier in die ganzen Kisten rein. Und hier seht ihr den Furbo. Ich finde ihn auch vom Design wirklich sehr, sehr schön, hochwertig und modern. Ich nehme ihn hier mal raus und er fühlt sich auch
ziemlich leicht an. Das Design von der Farbe finde ich sehr ansprechend. Also ich schätze mal, dass hier die Leckerlis rausgeschossen kommen. Das ist hier die Kamera, was das ist, keine Ahnung. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es hier da das Infrarotlicht rauskommt und hier das kleine Teil, dass da eben das Mikro versteckt ist. Aber wir lesen uns das ja gleich mal in der Anleitung durch. Hier kann man den Deckel aufmachen und ich nehme mal an, dass hier rein da die Leckerlis kommen. Also der Deckel ist auch sehr schön hier mit so einem Gummiverschluss, dass die Leckerlis auch wirklich frisch bleiben und nicht jetzt irgendwie austrocknen oder irgendwie ihren Geschmack verlieren. Dann schauen wir uns natürlich das Zusatzzeug an, was hier drin ist. Da wird wahrscheinlich das Kabel und die Anleitung drin sein. So, dele. Und hier haben wir das. Hier ist die Anleitung. Und hier ist das Kabel, das Micro-USB-Kabel mit den verschiedenen Steckern. Diesen Stecker brauchen wir nicht. Wir leben ja nicht hier in den USA, sondern wir brauchen hier den europäischen Steckeraufsatz, den ich gleich mal reinmache. Tada! So, und hier kann man wohl den Firmware hier aufladen mit dem Micro-USB. Zack, und ich stecke ihn hier gleich mal ein und lade ihn auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn der Firmware in Betrieb ist. So sieht hier nochmal die Anleitung aus. Hier sind beispielsweise die ganzen Funktionen beim Firmware erklärt. Das war hier wahrscheinlich wohl wirklich das Mikrofon und der Sprecher. Hier in der Mitte ist wohl noch so der Bellsensor. Hier werden die jeweiligen Lichter angezeigt, was sie bedeuten. Und ich würde sagen, ich lade mir jetzt die App runter. Und dann schauen wir mal, was Nero und die Katzen so heimlich treiben, wenn wir außer Haus sind. Bleibt gespannt, Leute! Natürlich sollte ich auch nicht vergessen, auch die Leckerlis aufzufüllen, ich dummen Kopf. Weil natürlich diese Leckerli-Uhr-Funktion, die wollen wir auch mal testen. Ich tue jetzt einfach mal die ganze Packung rein. Und so sieht das hier aus. Dann kommt der Deckel drauf, der schöne edle Holzdeckel, und dann kann es jetzt gleich losgehen. So, ihr Lieben, ich bin hier mittlerweile außer Haus und im Büro angekommen und meine Tierchen sind alleine daheim, und jetzt wollen wir uns mal die Firmware-App mal genau anschauen. Die Firmware-App könnt ihr euch ganz normal im App Store runterladen, dann müsst ihr euren Firmware natürlich verbinden auch mit dem Internet, und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr den Firmware benutzen wollt, der muss halt immer angeschlossen sein in der Steckdose. Hier oben seht ihr, könnt ihr das Profil eurer Tieres einrichten. Ich habe hier zum Beispiel Nero eingerichtet, seinen Namen, ein Bild von ihm, das Geburtsdatum, die Rasse, Geschlecht und Kilo. Hier sieht man schon einen Teil von unserem Wohnzimmer, das sehen wir gleich noch später, gehe ich drauf ein. Und hier in dieser Anzeige wird angezeigt, wie viel Leckerlis man am Tag schon geworfen hat. Und damit ihr mal reinschauen könnt, was eure Tiere so machen, tippt ihr einfach hier auf diesen Bildschirm drauf und dann lädt sich die Kamera. So, und hier kann man unser Wohnzimmer sehen hier. Also man sieht schon, dass Nero da bei der Tür schläft und die Katzen sind auch irgendwo verteilt. Und hier sieht man den Firmware in seiner Funktion. Hier oben wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt. Hier sieht man hier natürlich das Live-Bild. Man kann es vielleicht hier erkennen, dass Nero da hinten im Eck schläft. Hier könnt ihr eine Videoaufnahme machen. Das ist auch ganz interessant. Dann nehmt ihr hier auf, könnt ihr dann stoppen und es wird dann bei euch gespeichert. Foto geht hier natürlich auch. So, jetzt wurde zum Beispiel eins gemacht. Und hier wird das hier nochmal angezeigt, könnt ihr euch nochmal genauer ansehen. Hier seht ihr das Leckerli, was ihr werfen könnt. Das demonstriere ich euch gleich. Hier ist das Mikrofon, mit dem ihr mit eurem Tier sprechen könnt. Das machen wir mal an. Nero! Nero, schau mal! Seht ihr? Er ist aufgesteckt. Nero, komm mal her! Schau mal da! Nero! Auf jeden Fall denke ich, dass man mich da ganz gut hören konnte. Man hat es ja auch an Neros Blick gemerkt, wie er sofort hochgeschreckt ist. Oh, Frauchen ruft. Jetzt kommen wir aber zuerst zu den ganzen Sonderfunktionen, bevor wir auf
ja, die Leckerli-Werfung da einkommen. Und das findet ihr hier, wenn ihr diese Punkte aufruft. Sehen wir hier mal schön. Hier könnt ihr zum Beispiel einen eigenen Snack-Ruf machen. Das heißt, wenn die Leckerlis ja rausgeschossen werden, könnt ihr einfach selbst was einsprechen. Habe ich auch gemacht, zum Beispiel mit Prima. Da kann man ja beispielsweise sehr gut ja ein Belohnungssignal einsetzen. Hier seht ihr auch die Videoqualität, die ihr hier einstellen könnt. 360p, 720p und 1080p, das stellen wir hier mal ein. Nachtsicht könnt ihr auch einstellen. Ich habe es beispielsweise jetzt auch automatisch einstellen. Das heißt, wenn es einfach dunkel wird, ja, ist der Furbo so schlau und stellt dann einfach automatisch um. Der Bellalarm ist hier auch eingestellt. Bei mir ist er auf Mittel. Hier könnt ihr beispielsweise eure Erkennungsempfindlichkeit einstellen und allgemein den Bellalarm, ob ihr ihn jetzt eben eingestellt haben wollt oder nicht. Das ist auch sehr, sehr schön, dass es hier ja so viele Möglichkeiten gibt, Sachen einzustellen. Hier könnt ihr natürlich auch noch die Lautstärke einstellen. Ich habe sie jetzt bei 74% und das reicht komplett aus. Hier könnt ihr noch die Zeitzone einstellen und auch die Kamera und unten auch noch, ja, das WLAN zurücksetzen. Dazu gibt es ja auch noch ein Trainingsvideo, ja, wo ihr sehen könnt, wie man einfach alles hier einstellt. Ich würde sagen, damit wir hier ein bisschen ja Leben in die Bude bringen, werfen wir mal ein Leckerli und da nehmt ihr einfach dieses Leckerli und swippt nach oben und dann werft ihr automatisch was. Und ihr seht es an Nero, der jetzt fleißig aufsammeln geht. Ja, und man hört natürlich auch den Ton zu Hause. Also wenn der Hund jetzt auch mal bellt oder irgendwelche anderen Geräusche von sich gibt, hört man das. Ja, und jetzt schaut er. Nehmen wir mal die Sprechfunktion. Nero! Such! Ja, da war anscheinend auch irgendwas. Nero in Nahaufnahme. Nero! Ja, das waren wie gesagt die ganzen Funktionen des Furbos. Auf jeden Fall auch sehr interessant. Werfen wir, glaube ich, nochmal eins. Also ich glaube, ihr wollt das alle sehen, wie Nero hier umher sucht. So, dele. Und zack. Ja, da guckt er betribbelt. Hier wird noch eins aufgesammelt. Also wie gesagt, also ich war am Anfang relativ skeptisch gegenüber dem Furbo, weil ich dachte, ja, wozu braucht man denn sowas? Da kann man eine ganz normale Webcam aufstellen. Aber es hat wirklich hier so, so viele gute Funktionen, wo ich sagen kann, ja, der ist auf jeden Fall schon sein Geld wert. Wer einfach ja genau drauf schauen will und auch per diesen Bellalarm ja benachrichtigt werden will, das ist eigentlich super, auch easy in der Handhabung mit der App. Da hatte ich jetzt keine großen Probleme gehabt. Na Nero, da schaust du hier. Ja, was ist denn das da? Ja. Und ja, bevor ich mich hier verabschiede, will ich euch natürlich auch noch die Nachtsicht zeigen. Denn das ist natürlich auch interessant und ich bin auch sehr überrascht, wie gut das dargestellt wird. So, und hier seht ihr hier schon auch die Nachtsichtfunktion. Nero! Hört nicht. Schmeißen wir ein Leckerli. Auf jeden Fall auch sehr gut. Also wenn jetzt auch hier das Sofa jetzt nicht im Weg stehen würde, dann würde man ihn halt überall sehen. Und das ist auch ziemlich praktisch und finde ich auch ja sehr gut visualisiert. Ja, in diesen Leuchtaugen da. Wie gesagt, wirklich sehr, sehr praktisch und ja. Von mir aus gesehen gibt es da nichts zu bemängeln groß. Das war auf jeden Fall mein Review zu der Furbo Door Kamera. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Die Furbo Door Kamera, die könnt ihr kaufen, verlinke ich unten in der Beschreibung bei Furbo direkt.
Oder auch bei Amazon gibt es die auch recht günstig und das sieht richtig creepy aus mit seinen Leuchtaugen. Und mein Fazit ist auf jeden Fall, dass sich die Kamera wirklich sehr, sehr gut lohnen kann. Obwohl ich ja immer so skeptisch bin zu so neuwertigen Sachen. Aber hier allein schon durch die ganzen tollen Funktionen, die sie hat, kann man halt wirklich nicht meckern. Und man sieht, wo sich hier Nero hinten auffällt. So, das war's auf jeden Fall von uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal und ciao!